Team. Die brandneue Single-Auskopplung. Die brandneue CD mit einem super brandneuen Video meiner ersten Gäste heute Abend, meine Damen und Herren. Sie sind auf einer mega erfolgreichen Welttournee. Und das hier ist Brother Louis 98. Zusammen mit The Hit Version of Sherry Sherry Lady featuring Eric Singleton Rap Versions. Hier sind die Giganten des Pop, Modern Talking. Das kennt ihr ja. Wie viele Städte habt ihr jetzt bisher hinter euch? Ja, mein Gott. Wie viele Städte habt ihr bisher hinter euch gebracht auf eurer Welttournee? Ja, 50 so in etwa. 50. 50. Ausverkauft, wo immer ihr wart. Ja. Ihr wart auch schon in Russland, in Moskau. Wie viele Leute waren da? Ja, wir haben im Kreml gespielt, also das ist schon eine große Ehre, auf dem Roten Platz. Ja. Wir haben zusammen in Kasachstan eine neue Hauptstadt eingeweiht. Wie heißt die denn? Wie heißt die noch? Die heißt Akmola. Akmola. Es war früher Alma-Ati und das wurde irgendwie jetzt umgemengt und gemacht. Jetzt heißt sie Akmola. Aha. Ist jetzt irgendwo mitten in der Wüste, aber ja, es war ein Trip, der sehr abenteuerlich war. Die habt ihr eingeweiht? Genau. Mehr der Präsident, aber wir waren Stargäste. Ihr wart die Stargäste. Es gibt aber er kam so bei Brother Louis hoch und das war ganz lustig. Auf die Bühne und da haben wir zusammen so ein bisschen... Hat Bild gemacht? Ja, klar. Brother Louis ist ja einer eurer ganz, ganz großen Hits. Das ist sozusagen nochmal neu gemischt. Ja, es ist auch keine Auskopplung, wie du gesagt hast, sondern eben ganz neu gemacht. Also es gibt es nicht auf dem Album so, wie es da jetzt ist, sondern ich meine, dann bräuchte man sich die Platte ja nicht kaufen. Verstehe. Das ist total neu. Und das wollen wir ja verhindern, dass Leute die Platte nicht kaufen. Also, das gibt's nur hier auf dieser CD, ja? Genau. Modern Talking und geiles Video. Absolut geiles Video. Heute bei uns Weltpremiere, ist das richtig? Das ist wahr, ja. Das neue Video Brother Louis, Louis, kaufen bitte. Sehen, das ist Eric Singleton. Richtig. Den habt ihr mit reingenommen sozusagen als Tribut an die neuere Version oder warum ist er mit dabei? Ja, es ist so, also in vielen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, Spanien und so weiter, da laufen echt nur noch Titel mit Rap und wenn du eben keinen Rap dabei hast, findest du in den Diskotheken nicht statt. Und das wusste ich damals gar nicht, als wir Yom Ha'at Yom Ha'Sul neu gemacht hatten. Ja. Aber jetzt, also das hat sich eben sehr rauskristallisiert in den ganzen Ländern. Und wir sind jetzt fast in 40 Ländern Nummer 1. Also wo die Leute, 40 Ländern Nummer 1? Ja, also wo die jetzt auch, also wo ihr überall hinfahrt im Urlaub oder so in Spanien, Portugal oder wer weiß was. Also in Frankreich zum Beispiel, überall kriegt man den Modern Talking um die Ohren. Also ihr könnt noch umbuchen. Nee. Das wird aber schwierig. Also ich glaube, außer Nordpol gibt es da kaum was. Ja, aber Nordpol, das ist ja schwierig. Du hast ja absolut mega geile Klamotten an. Sag mal, oder? Das ist das Leder? Nee, das ist so Stofflack. Stofflack? Ja.
Also es trägt sich sehr gut. Also ich bin richtig froh, dass wir Wolfgang Job kennengelernt haben. Ja, das wollte ich sagen. Endlich ist er mal anständig angezogen. Ja, aber das und hat die richtigen Schuhe an. Ja. Er hat seine Klumpen aus. Diese Turnschuhe? Nein, diese mit Metallabsatz und so. So abartig. Fandst du? Ja, ja. Bei Gewitter vielleicht nicht ungefährlich, aber, aber ist das Job? Das ist Job, ja, ein bisschen. Ja. Kriegst du es umsonst? Gehäuteter Job. Ja. Sind das Reste, die übrig blieben? Nein. Ich habe das gelesen, euer Interview, ja, mit... Nein, das Problem ist ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, heute stand ja in der Bild-Zeitung, glaube ich, also Wolfgang, den haben sie ja um 5 Millionen beschissen und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen Werbung machen. Wolfgang Job wurde um 5 Millionen beschissen? Mhm. Inwiefern das denn? Steuern doch, oder was? Nee, er hat doch irgendwie gefälschte Bilder sich andrehen lassen. Nein. Ja. Gefälschte Bilder? Ja, ja, klar. Was hat man ihm denn gesagt? Ein Van Gogh gerade gemalt, oder wie? Ja. Habe ich nicht gelesen, warte, heute? Heute in der Bild, ja. Wo habt ihr euch mit ihm getroffen? In Monte Carlo? Genau. Er wohnt da im Penthouse, glaube ich, ne? Ja. Und wie war das? Ja, wir waren sehr verblüfft, also weil wir haben uns wirklich unheimlich toll verstanden so. Weil er irgendwie unheimlich locker drauf ist und so, hat uns auch seine Zwergpudel zur Verfügung gestellt. Wieso das? Fotos. Wieso das denn? Job hat Zwergpudel? Nee, so, wie heißen die noch? Ich kann mich da immer nicht dran erinnern. Das sind... kenianische Zwergspitze. Zu Zwergspitze irgendwas. Pommerische Pomeranians heißen sie zumindest. Ja. Aha. Und die hat die für Fotos zur Verfügung gestellt? Nein, die flitzen da so rum und so. Und die wollten unbedingt das Foto. Ja. Ja. Die sind total fotogeil, die Hunde. Hat er dich irgendwie beraten? Hat er gesagt, Schluss mit den alten Klamotten, Trend vorbei? Ja, sieht man da. Gut, das ist jetzt, kann man sagen, das ziehst du einmal fürs Fernsehen an und privat wieder den Jogginganzug. Ist das so? Nee, das ist einfach so. Also... Ja, machen ja viele. Also, dass man sich für das Fernsehen in Montur... Also ich stehe schon auf die Sachen oder so. Und früher habe ich eben diese Jogginganzüge umsonst gekriegt und jetzt kriege ich die Sachen umsonst. Also. Und du bist nicht ausgerüstet worden von Job? Doch. Das ist auch Job? Nein, nicht alles. Die Schuhe? Nein, auch die Socken? Unterhosen? Unterhose, ich habe eine an. Nein. Verstehe. Hat er euch das so persönlich... überreicht und gesagt, Jungs, damit ihr mal richtig, also, wisst, was geile Klamotten nein, sind. Nein, es war ganz anders. Es war wirklich so, dass wir gesagt haben, wir machen halt eben eine Fotosession mit seinen Klamotten. Und daraufhin kam Wolfgang wirklich selbst und sagte, also, er hätte wahnsinnig Lust, mit uns ein Interview zu machen bei sich zu Hause in Monte Carlo. Und wir hatten unglaublich viel Spaß. Und die Klamotten, wir haben sie auch privat, letztendlich trage ich auch Job. Und er sagte, euch steht ihr so toll und die Fotos sind auch toll in der bunten gewesen. Und deshalb bekamen wir auch die Sachen. Da hört ihr es. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ich hab was Interessantes gelesen. Eure Show abends ist so aufgebaut, ihr fangt an mit... Und hört wieder auf. Ja, ihr fangt an und hört auch wieder auf. Aber ihr fangt mit einem Duo an, als Modern Talking. Ja? Ja? Dann und als vierte Nummer kommst du immer. Das ist schön. Mit Geronimo ist Candelaria. Ja, genau. Ich sage immer, ihr kennt doch alle Harald Schmidt. Auch in Kasachstan? Überall. Aber da kennt dich natürlich weniger. Aber so die Leute, die wissen das, also die auf der Deutschland-Tour waren, sagen wir jetzt den einzigen Titel, den Harald wirklich kennt, Geronimo's Cadillac. Ja, Geronimo's Cadillac. Und ist immer ein Lacher. Wirklich wahr? Ja, ja, die Leute freuen sich. Aber wie schafft ihr es denn da so hoch zu singen? Geronimo's Cadillac. Also noch ein bisschen mehr. Geronimo's Cadillac. Genau, so in etwa. Obwohl, Obwohl, deine Maske, die hat vorhin schon einen Attentat gemacht. Das war echt nicht so witzig. Wieso? Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, was war denn? Das war so ja, ich hatte vorhin die ganze Zeit Cappuccino getrunken und wollte mir die Zähne putzen. Ja. Ne, weil ich nicht so braune Zähne haben wollte. Ich sag, habt ihr eine Zahncreme bei dir in der Maske? Und ja. Die geben mir Zahncreme, stand irgendwie so drauf. Also stand nicht Zahncreme drauf, sah aber aus wie Zahncreme. Und geben mir so eine Haftcreme und mein ganzer Mund klebt total. Und ich habe die Zähne nicht mehr auseinander gekriegt. Ja. Aber nicht mit Absicht. Nicht doch. Mit Absicht, aber alles war zusammengeklebt. Es war Absicht von mir, weil ich auch mal zu Wort kommen wollte. Ja, das hat sie irgendwie. Das hat sie irgendwie. Schau mal. Ich habe hier was, weil ich möchte eigentlich einmal Geronimo's Cadillac mit euch in der Originalhöhe sozusagen singen. Das sind Ballons.
Das ist deine. Vorsicht, ist Helium drin. Ja? Was? Helium. Helium. Ihr kennt das doch, da kriegt man so eine Mickey-Maus-Stimme. Ja? Ich komme eigentlich auch so dahin. Du kriegst es auch so, diese Höhe? Ja, ich auch. Mama, das will ich einmal hören. Geronimo's Cadillac! Ich will das mal probieren. Wenn man Helium einatmet, geht die Stimme hoch. Dann geht die Stimme hoch. Ist das so? Das stimmt, ja. Habt ihr schon mal gemacht? Nee, aber ich weiß das. Wie geht das denn jetzt? Geronimo. Geronimos. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr. Geronimo's Cadillac. Das ist es aber nicht ganz, oder? Geronimo's. Nein, Geronimo's Cadillac. Das ist nur. Geronimo. Und es hält gar nicht lange vor. Geronimo, Joe. Ich weiß gar nicht, es geht vielleicht. Wollt ihr es auch mal probieren mit Helium? Mama. Du gehst erst, hast du einfach eingeladen. Einfach einladen, das ist harmlos. 1-2. Und das klingt. Aber es geht schnell weg, ne? Ja. Das ist was. Jetzt. Oh, das klingt. Oh. 1, 2, 3. Nee, du bist besser. Wird man schwindelig? Ja, du nicht? Nee. Als wärst du kein Kreislauf. Darf ich mal reden? Ich atme das Zeug an, komm nicht sofort. Hallo, ich möchte. Nee, du nimmst du musst mehr, ne? Ich atme das total durch mit euch weg. Hallo, 1, 2. Sarah Leanders. Ja, es ist. Ich glaube, für die Stimme noch besser als das Helium ist wirklich so eine Jo-Pose. Das stimmt. Geronimo's Cadillac! Wir müssen ja die Ohren kriegen. Wir müssen ja die Ohren kriegen. Ihr habt das ja schon letztes Mal erzählt. Ihr reist natürlich mit Privatjet auf der Tour, ne? Nein. Ist klar? Nein, das stimmt nicht. Habt ihr letztes Mal erzählt? Ja, ab und zu, aber nicht. Ab und wenn halt eben von Terminen nichts anderes. Ich habe die Dröhnung genommen. Nicht immer? Nein. Innerhalb Deutschlands fliegt ihr mit? Gar nicht, fliegen wir mit Lufthansa. Ja, und so nach Kasachstan? Da mit Bahn? Nee, also wir sind ein Teil. Ja, das ist wahr. Sind, also er wollte sich in so einen Flieger nicht reinsetzen. Was sehr vernünftig ist. Haben wir 12 Stunden in so einem komischen Zug gesessen. Von wo ab? Von Moskau? Von Moskau nach Tscharkow. Ja. Das hätte ich ja gern gesehen. Modern Talking im Zug, 12 Stunden. War aber lustig. Wird da gekocht in dem Zug? Ja, wir haben nur den Auftritt gemacht. Ja? 2 Stunden und sofort wieder zurück in den Zug und wieder 12 Stunden zurück. Jetzt sag mal eins, wenn ihr unterwegs seid, wie könnt ihr euch denn die Frauen vom Hals halten? Das ja, in dem Zug, die so schnell kann ja kein Mensch laufen. Ja, aber jetzt werdet ihr da nicht bestürmt? Werdet ihr da nicht bestürmt überall? Es geht. Ja, du hast Nadel mit dabei? Ja. Auf der ganzen Tour? Ja, die singt ja immer mit. Background. Genau. Ist es nicht so, dass ihr da mal gesagt habt, konsequent keine Frauen, weil es gibt nur Ärger? Ja, also mit meinen Frauen gibt es keine Ärger. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Die haben keine Zeit, die machen Karriere. Ja, ja. Wirklich wahr. Aber wie viele Städte habt ihr noch vor euch? Ja, gar nichts. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Ja, aber dann geht's ja weiter, oder? Ende August geht's weiter. Ja, und ihr seid so unglaublich erfolgreich. 60 Millionen Tore. Was macht ja, ihr das ist ja lange her mit den 60 Millionen. Ja, aber es geht doch jetzt weiter. Wartet doch ja, wir haben jetzt von dem neuen Album zum Beispiel 4,5 Millionen wieder verkauft. Und Platin gab's dafür? Nee, drei. Also wir sind jetzt, also, naja, ist egal. Dreifach Platin ist es. Dreifach Platin? Wo überall? Also nur, nee, dreimal hier in Deutschland. Dreimal hier in Deutschland. Und quasi in Frankreich, Spanien, Portugal, ganz Skandinavien, Südafrika, Argentinien, Venezuela, da die, Südamerika, die Schiene. Thailand. Ja, überall so. Unglaublich. Wirklich, ich habe neulich nachts hier, stand ich am Rhein, da fuhren diese Schiffe vorbei, die Tanzschiffe. Es kam wirklich von den Schiffen runter, you're my heart, you're my soul. Und das ganze Schiff wirklich
hat nur noch Leonardo DiCaprio gefehlt. Vorne drauf. Es ist so, ich meine, es wird wirklich gespielt. Es sind nicht irgendwelche Platten, die so künstlich hochgetippt werden müssen oder was, sondern es läuft wirklich. Es wird auch wirklich gekauft. Ja, überall rüber. Ja. Ja, das war wunderbar, dass ihr wieder hier bei uns vorbeigeschaut habt in regelmäßigen Abständen. Ja, alles Gute weiterhin, viel Erfolg. Die Platte bitte. Wenn Sie Brother Louie und Cherry Cherry Lady hören wollen, müssen Sie die Platte kaufen. Das ist nicht von irgendwo runter, was Sie eh schon haben. Danke euch. Alles Dank Gute. Ihnen, viel Erfolg weiterhin. Grüße meine Ex-Frauen. Und gleich, meine Damen und Herren, Simone Angel, Modern Talking!